So, Monsterwurf. Sehr schön. Schlag des Anführers, das sind 6. So, weil ich kann es mir jetzt nicht leisten, dass auf diese angeschlagenen anderen einer losgeht. Tja, ihr seht warum, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das könnte jetzt schlecht ausgehen. Regeneration. So, Doppelschlag dahin. Also ich hole ihn dann schon wieder, aber puh, ich muss einen Augenblick warten. So, Schild, definitiv Schild. Heieieiei. Heieieiei. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Definitiv noch eine Regeneration hinterher, damit das irgendwie überlebt. Definitiv versuche ich den einen jetzt komplett rauszunehmen, so gut es geht. Gut. Blitzheilung. Ein bisschen Self-Heal unterstützen hinterher, der war auch wirklich angebracht. So, und jetzt... Ne, mit ihm zünde ich den nächsten an. Das ist wichtiger, dass ich Schaden mache gerade. So, und ja, er kann ihn jetzt kurz wiederbeleben. Ja. Gut, und dann erstmal alle Wirbelsturm. So. Vermutlich bei meinem Glück fällt er jetzt die Runde gleich wieder tot um. So. Boah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, eigentlich wollte ich Heilung machen, verdammt. Na, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht sterben. So, einen MP-Trank nochmal hinterher schieben. So, Regeneration hinterher schieben. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. So. Ich muss sie einfach klein kriegen. Ich darf, brauche weniger Schaden gegen mich. Der ist platt. Und, naja, dann können wir trotzdem mit dem hier schon anfangen. Ja, und da geht er wieder dahin. Jetzt lasse ich ihn aber auch tot. Weil die drei schaffe ich jetzt auch noch so. Weiß auch gar nicht, ob ich noch Federn habe. Ich muss hier nochmal auf Regeneration gehen. Ich muss das... Also wenn der Paladin nicht überlebt, ist die ganze Sache... Sobald er stirbt, ist der Rest der Gruppe ja auch sofort tot. Ne? Wenn der Tank weg ist, hast du einfach keine Chance mehr. So, aber es sieht ja wieder ganz gut aus, würde ich sagen. So, und wir zünden den nächsten an. So. Ich würde sagen, ergänze ich mal einen Regenerationstrank. So, und Doppelschlag dahin bitte. Könnt ihr euch mal wieder so einen Mega-Crit hinlegen, die Frau Fräulein Goldbeere? So, super effizient, der ist tot, sehr schön. Und dann zünden wir den letzten an. Das kriegen wir jetzt schon irgendwie gebacken, würde ich sagen. Der Mage kriegt mal ein Regenerieren drauf. Doppelschlag, damit ist der weg. Und dann... Dann machen wir das so. Und so... Fräulein Goldbeere mit dem Doppelschlag. Die holt sich die Mana-Kosten ja ziemlich gut wieder. Und Victory. 500 Gold, 20.000 EP, ein MP-Trank. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich gehe auf den Mana-Strom hier. So, wiederbeleben. Ja, klar. Und Regenerationstrank. So. Und dann geht's weiter. Zum vorletzten Raum quasi. Ja, wieder ein Kampf. Schade, ich hätte gehofft, da kommt nochmal Regeneration. Als ihr den Raum betretet, kommen Ritter vom Nier auf euch zu. Wer hätte es gedacht? So, zack, zack. Manchmal machen die so wenig Schaden, manchmal so brutal viel. Ich verstehe es nicht. So, Wirbelsturm. Naturwiderstand. Ja, mit einer Fünfergruppe werden wir ja auf jeden Fall fertig, ne? Das haben wir ja doch schon unter Beweis gestellt, dass das ganz gut klappt. Feuerball. So, wo geht's weiter? Hier, Fräulein Goldbeere nimmt den nächsten gleich in Angriff. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Scheiß... Entschuldigung, dieser verfluchte Doppelschlag hier. Jedes Mal derselbe Mist. Ich habe aber eher Lust, ehrlich gesagt, aufs Stasisfeld hier drüben mal kurz. So. Und dann kommt hier die Regeneration. In Hoffnung, dass er das überlebt. Feuerball dahin.
Dann kann ich mich... Die hier kann ich dann quasi schon mal vergessen. So, gehen wir auf den. 362 Schaden, sehr nice. Und ja, hopp, Schlag des Anführers auf jeden Fall. Und eine Rankenfalle bitte. Da. Und machen wir mal Gaias Segen auf alle hier. So, Feuerball. Damit sind die rechten drei alle Geschichte, würde ich sagen. Doppelschlag. Ach komm, den machen wir instant weg, ganz einfach so. Haben wir keinen Stress mehr. Kann nichts passieren. Ich habe mich verklickt schon wieder, natürlich. Egal. Ich glaube, machen wir noch einen Wirbelsturm auf 2. Weiß bringt nicht so viel bei nur 2 Gegnern, aber... Naja. Was willst du machen, ne? So, Feuerball. Und Doppelschlag natürlich. Das war's für den. Wieder so ein Doppelcrit, sehr schön gemacht. Jetzt greifen wir nur normal an, das Mana wird immer enger. So. Naja, gut, der Feuerball geht auf jeden Fall. Der hat genügend Mana. Und der Doppelschlag, der geht immer, weil, ne? Ihr wisst's ja, ihr kennt's ja. So, und das war's. Victory, 15.000 EP. Viel, viel Geld und ein kleiner MP-Trank. Der kleine MP-Trank kommt mir natürlich sehr gelegen. Der wird gleich hier reingekippt. Der kleine und am besten der schwache hinterher. So. Ein Level-Up für Fräulein Goldbeere. Fräulein Goldbeere bekommt den Doppelschlag verbessert. Und wir haben schon wieder 2000 Gold. Das ging ja schön schnell. So, und jetzt Mordelegger. Der Schlüssel wurde benutzt, um die Türe zu öffnen. Das ist Mordelegger. Gut, Mordelegger, zeig mal, was du kannst. Okay, aushalten ist nicht ganz so krass. Deswegen gehe ich davon aus, dass er extrem viel Schaden macht. Das ist ja immer so. Entweder teilen sie übel viel aus oder sie halten übel viel aus. Da der jetzt nicht so viel aushält... Wir haben keine Heilung in diesem Kampf. Und der ist wieder voll. Puh. Verdammt. Angst? Ja, das macht doch alles nicht so viel Schaden von den anderen Sachen. Ja, Doppelschlag, ne? So, er kann sich einmal Blitz heilen. So, dann kommt vor mir mal den Gewittersturm. Auch Naturwiderstand. Feuerball ist das Einzige, was mir einfällt. Das ist ein bisschen dumm. Oh. Zu groß war die Macht von Mordelegger. Nicht erbärmlicher Feigling. Huiaiai! Huiaiai! Ich will nochmal zum Burg Abendlicht reisen. Und nochmal ein bisschen Geld investieren in den Ausbau meiner Gruppe, glaube ich. Vor allen Dingen in Phönixfedern und mehr Regenerationstränke. So, erstmal schlafen. Halleluja, das war heftig. So, aufwachen. So, und hier mal Händler. So, was nehme ich denn am besten mit? Ich nehme von denen jeweils immer noch 2, 3, 4 mit. Muss ich mich da nicht schämen, die zu benutzen. Also nicht davor zurückschrecken quasi. Beide auf 10. Jetzt nehme ich mal einfach nochmal... davon ein paar mehr mit. Die Regenerationstränke, die kann ich so ganz gut reinhauen, denke ich mal. So, 2, 3, 4 und 5 Phönixfedern sollten dann auch reichen. So, dann haben wir noch irgendwelche mega fette Ausrüstung, die wir kaufen können. War irgendwie dann nicht mehr so, ne? Haha. Minus
5 Bedrohungen plus 10 Crit. Das kaufen wir noch für Fräulein Goldbeere. So. Jetzt reicht es gerade noch so, dass ich wieder hinreise. So, was haben wir hier? Der hat 12 TP, 20 TP, körperlicher Widerstand. Schutz vor Erdbeben. Da. Schwaches Kleiner unter Kraft. So, und für Fräulein Goldbeere. Angriff, Crit. 15 TP. So. Kriegt sie dieses sehr coole Amulett, muss ich sagen. Gefällt mir. Und schauen wir mal bei den anderen noch irgendwas Besseres unterbringen. Plus 6 Magie, plus 6 Magie, plus 9 Magie. Ja, das Equipment ist natürlich jetzt nicht so berauschend, was ich meinen Leuten organisiert habe über die Zeit. Besonders er hängt halt auch noch ziemlich hinterher, aber das passt schon für ihn. So. Kaufe ich den Rest mal schnell noch. So, das kommt weg. Für eins, das lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Aber ich meine, was willst du machen, ne? So, das könnte ein bisschen mehr einbringen, schön. Das Zyklopenauge kommt auch weg. So, jetzt habe ich wieder 150 Gold. Das reicht auf jeden Fall zum Herumreisen. Der Schmied kriegt auf jeden Fall schon mal die zwei Schleifsteine. Ist dabei aber auch noch nicht Level 6. Und ja, ich muss es einfach nochmal versuchen, ne? Beziehungsweise ich wüsste auch nicht, was ich sonst jetzt noch machen soll, weil irgendwie sind alle anderen Quests ja ziemlich abgefrühstückt, ne? Das heißt, selbst wenn ich jetzt nochmal scheitere, muss ich das halt nochmal machen, bis meine Gruppe gut genug ist. Weil das Geld, das ich hier zusammenkriege, ist phänomenal viel. Und hier sind wenigstens Gegner, die mir noch was bringen. You found the key, schon wieder im ersten Raum. Sehr schön. Und wenigstens kriege ich hier dann eben Equipment zusammen. So, 7 ist ein Kampf. Ja. Dir ist das egal, ich weiß. Jetzt habe ich, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Meldung wegklicken. Na egal. So, sind hier nur 5 Stück. Die kriegen wir auf jeden Fall klein. Schild an. So, Regeneration auf den Paladin. Ja, macht ruhig, macht ruhig. Wirbelsturm. So, und der Doppelschlag, der verbesserte. So, dann geht der erste schon nach Hause. So, den nächsten anzünden. Und Schlag des Anführers. Damit sollte die Aggro geklärt sein. Und dann kann er sich eigentlich selber heilen. So. Gewittersturm. Auf die beiden. So, Doppelschlag. Zack, zack. Und der nächste ist tot. Ja. Sie macht jetzt schon ein bisschen mehr Schaden, man merkt schon. So, Feuerball. Dahin. Schlag des Anführers dahin. Und, komm. Blutungseffekt, Sonderbestie. So. Und er. Frankenfalle. Doppelschlag. Schöne 400 Schaden knapp rausgehauen. Der ist Geschichte, der weiß es nur noch nicht. Feuerball dahin. Und ja, das übliche Prozedere eben. Und Zornerbestie. So, nächste Runde. Rankenfalle daran. Doppelschlag. Naja, diesmal nicht so viel Schaden. Aber ja, das wird schon. So. Mal mir keine große Mühe mehr und er ist weg. Sehr schön. Victory! Haben wir den ersten Raum hinter uns gebracht
Und er macht da auch einfach mal sein Passive hoch, die Andacht. Für mehr Bedrohung und mehr Lebensenergie. So, nächster Raum. Schön, Regeneration. Genau das habe ich mir gewünscht. Nicht so viel, aber besser als gar nichts auf jeden Fall. So, nächster Raum. Nochmal Regeneration. Dann sind wir definitiv wieder komplett voll für den nächsten Kampf. Das gefällt mir, auch wenn es mir abwechselnd lieber wäre. Aber ich will mich da jetzt echt nicht beklagen. Meine Falle! Fallzeit! Ja, komm, das war jetzt halbwegs harmlos. So, den Raum. Wieder mit Lava. Noch eine Falle. Das ist ja eine dicke grüne Wolke. So, jetzt wäre es dann vielleicht doch mal angebracht, TP-Tränke einzuwerfen. Den da. Und ein Goldbeere kriegt auch einen, denke ich mal. Und der Magier. Dem fehlen ja gar nicht. Doch, dem fehlen auch 200. Naja, hopp. So. Raum weiter. Und jetzt kommt Regeneration, ne? Nee, ein Kampf. Haben wir schon richtig gemacht. Sehr gut. Die Waffen, der Feind ist nah. So, Doppelschlag. Schickt mir den Feind wieder schnell weit weg, würde ich sagen. Es sind 6 Leute wieder. Weißt du, und manchmal machen sie einfach enorm viel Schaden und manchmal machen sie das nicht. Ich verstehe es nicht. So, Regeneration. Und Wirbelsturm. Ja, heiliger Schild auf jeden Fall erstmal, weil, ja, super effizient, sehr schön. Also, die Rückkehr vom Wirbelsturm war super effizient. Und dann zünden wir den nächsten an. So. Und dann, ja, Zornbestie. Da. Gut. Nur Gewittersturm auf die 3. Badum. So, Schlag des Anführers. Und ja, das Übliche, ne? Ich muss dazu nicht mehr viel sagen. Doppelschlag, ganz klar. Und jetzt mal einfach ein Meteor. Sollte der hier nicht weg sein, haben alle ein bisschen Schaden, das passt ganz gut. Und machen wir nochmal Zorn der Bestie, machen wir Schaden auch mit dem Druiden. Und ein Wirbelsturm. Und ja, weiter Agro aufbauen. Aua! Dass das immer sein muss, ey. Ja, und tot ist er. Aber ich wecke ihn jetzt nicht mit der Phönixfeder auf. Sondern das mache ich dann nach dem Kampf. Mit Geld wiederbeleben, dann kriegt er einen Regenerationstrank. Dann sollte er auch wieder ganz gut aussehen, denke ich mal. So, der ist auch hinüber. Dann haben wir uns ja hier. So. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Victory. 20.000 EP. Wieder 400 Gold. Ne, genau das ist es. Einfach das Gold, was hier abfällt. Damit kann ich dann ja später ganz gut, denke ich, die Gruppe wieder aufwerten, falls es dieses Mal wieder nicht funktionieren sollte. Aber es sieht ja schon ein bisschen besser aus als beim letzten Mal, möchte ich sagen. Wir hatten auch ein bisschen Würfelglück. Gut, das ist jetzt kein Würfelglück, das war gerade so daneben. Dafür sind es wieder nur 5.